Hallo Leute und willkommen zurück zu Atlas Space 2 mit den Wolters. Wir befinden uns hier in den finalen Zügen. Wir haben hier eine interne Challenge laufen und zwar ist die Frage, wie wir das Spiel gewinnen. Entweder über die Wissenschaft. Da müssen wir noch zwei Late-Game-Technologien freischalten. Oder über Eroberung, da brauchen wir dann noch 7 Systeme. Wir geben auf beiden Feldern Vollgas, also wir halten uns da nicht zurück. Die Forschung zeige ich euch mal kurz. Also wir haben hier außen die zwei schon mal freigeschaltet und wir müssen die zwei auch noch freischalten. Damit wir mit den zwei Forschungen beginnen können, brauchen wir noch zwei in der im Quadranten Entwicklung Imperium. Also sind wir dabei. Das dauert dann 4 Runden und dann können wir da mit den beiden uns den Sieg holen. Und Eroberung. Ja, da sind wir dabei. Also hier wird kräftig belagert. Wir können ja eigentlich auch Go machen. Wir haben nämlich Infanteristen und Panzer. Und da haben wir alle Forschungen durchgeführt und bekommen entsprechend kräftige Boni. Und unsere Transporter. Also wir haben ja 18 Transporter. Die haben eine Hyperausrüstung. Also nicht das Standardmodul aus dem Early Game. Sondern das hatten wir hier oben erforscht. Da können wir mehr Truppen mitführen und auch mehr einsetzen. Und das sehen wir jetzt gleich. Können hier Blitzkrieg auswählen. Dann führen wir halt viel mehr Truppen mit. Sind extrem überlegen. Dann sagen wir kämpfen. Minus 100% jeweils, hört sich gut an. Entscheidender Sieg. Also wir sagen natürlich besetzen. Damit das System für unsere Siegbedingungen gilt. Wir brauchen das Portal. Aber ein Bunker. Produktion erhöhen. Man kann vorher noch modernisieren. Da kriegen wir dann Zustimmung und Industrie- und Nahrungsproduktion. Ah, hier die beiden Planeten können wir noch kolonisieren. Okay. Ja, und dann geht's nach da oben. Ah, schauen wir uns einmal das System nochmal genauer an. Da können wir gleich noch die Kuriositäten erkunden. Ah, das ist echt schick gemacht, also.
Zumindest jetzt in meiner ersten Partie nach fast 2 Jahren, da gucke ich mir das immer noch mal genüsslich an und dann. Ah. In zukünftigen Partien werde ich dann wahrscheinlich wegklicken. Piraten, okay. Also, ich glaube, wir sind da ganz gut gerüstet für die Piraten. Los geht's. Ah, okay, ich habe sogar angeklickt, dass wir uns das anschauen. Okay, machen wir das aber schön mit der automatischen Kamera. Und das war's. Ja, hier wird schon nichts anbrennen. Dann verlegen wir jetzt mal unsere Truppen. Ja, und wenn wir damit fertig sind, dann sagen wir, die Produktion soll zu 50% in, also 100% umgewandelt werden und 50% kommt dann bei der Forschung an. Die Fähigkeiten der Helden, wenn die die oberen Stufen erreichen, sind natürlich total krass. Da hatten wir gerade 16% auf das. Nahrung und Industrieproduktion, glaube ich. Forschung vielleicht auch. Ja, die Unterhaltskosten vom Helden reduzieren. Ja, wir hatten noch eine Forschung freigeschaltet. Das wir nämlich, zeige ich euch mal eben. Das hier. Nein. Da. Portalnutzung kostet nur einen Bewegungspunkt. Und dann kann man halt hier noch weiter fliegen. Schaut uns einmal die Gegner an. Ja. Hey, warte mal die eine Runde hier ab. Fliegt da raus. Dann gruppieren wir die beiden.
Alles egal. Die sind nur glücklich. Dann kriegen die noch eine Wohlfühloase. Die Quaver sind verzweifelt, das hat nicht schön. How are you these days? Care for a little business? Ja, machen wir mal ein Handelsabkommen. So, hier müssen wir jetzt Einfluss ausgeben. Damit wir den Krieg fortführen können. Was machen wir gerne? So, sind die hier schon angekommen? Ah. Komm, wir geben ein Supportschiff ab. Also so unser Tank und Heiler, dieses Drekar-Schiff hier. Aber es zieht halt das Feuer auf sich. Und hat so Orbitot-Schwärme, zwei Stück. Die halt sehr stark die ganze Flotte heilen. Und dann geht's da weiter. Und das ist, wenn der Planet voll ist, wird die Nahrung in Produktion umgewandelt. Wir wollen ja einfach mal ein bisschen Forschung noch. Plus 25% Schildkapazität auf die gesamte Flotte. Zufriedenheit. Noch einmal die Forschung erhöhen. +2 pro Bevölkerung auf alles. You're one of our favorite fish in this galactic sea. Na, was haben wir gesagt? Handel ist gut fürs Geschäft. Bei den Sternen. Handel ist gut. Handel ist das Geschäft. Salut. So.
Aber Reichweite wäre kurze Entfernung für uns noch am besten. Und die Gegner haben keine Projektilwaffen, also fast keiner. Dann ist das eine sehr gute Taktik für uns. Ja, das werden wir so nicht machen. Okay. Ah, wir haben jetzt direkt einen Bonus, weil wir eine Flottille mehr haben. Ja, und all der gesamte Schaden, der uns zugeteilt wird, der wird. Ach, wir haben hier sogar zweimal 3K dran. Okay. Ja, wird halt massiv gegengeheilt. Das ist schon eine sehr starke Flotte, die wir hier haben. Ja, und für den Eroberungssieg können wir halt hier dann verschiedene Systeme uns einfach kaufen. Können wir hier jetzt machen. 250 Einfluss. Oh. Horatio remains appreciative of your attitude and is always ready to lend advice. Ui. Gibt's aber jetzt ja wirklich direkt eine Kriegserklärung? Ja, dann holen wir jetzt noch ein System von dir. Jawoll. You're making the Sophonity nervous. What are you up to? Okay, machen wirklich jetzt direkt Krieg? Können wir nochmal eine Flotte schnell zusammenschustern. Ach, machen wir es anders. Ach. Industrieproduktion sortiert. Ah, okay.
Aber dann haben wir keine Orikalkeks mehr. Okay. Ah, da schalten wir noch den Sofortkauf frei. Kann man hier nämlich in dem System Portale bauen, ohne warten zu müssen. Bis 20% Schaden auf Flotte. Okay, ja komm. Ist alles gleich geblieben. So, jetzt können wir mit dem Sofortkauf ja, machen wir dann sofort. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier auch drei Knoten freigeschaltet, drei Technologien. Und dann können wir sagen, Kraft der Endless. Okay. Okay, also wir können jetzt die Kraft der Endless erforschen. Die Events schauen wir uns dann gleich noch an. Das dauert drei Runden. So. Alles automatisieren auf Wissenschaft. Okay. Schon recht viel. Schauen wir uns nochmal die Siegbedingungen an. Noch drei Systeme. Beziehungsweise noch zwei von diesen Late Game. Forschungen.
Da sind keine Craver. Tja, ist halt jetzt die Frage, wie kommen wir hier noch an neue Systeme sehr schnell? Den Planeten können wir noch kolonisieren mit der Argosee. Ah, die Helden sind mir jetzt egal. Wir sind ja hier fast fertig. Herrsche über zwei Systeme. Okay. Yep. Wiederbeleber. Okay. Ja gut, aber sie haben uns immer noch nicht den Krieg erklärt. Ah, das gucken wir uns nicht an. Okay, das wird jetzt alles automatisch weitergemacht. Ah, und hier produzieren wir jetzt mächtig Einfluss. Ja, okay. ...56 Kadaster ausgegeben. Egal. Thank you.
Ja, und hier. Ah, da haben die doch schon noch ein bisschen Verteidigung. Aber wir haben gesagt, wir geben Gas. Jo, schafft. Fertig. Da müssen wir jetzt noch sagen, ob wir denn das System auch haben möchten. Jawohl. Bunker und Portal. Beides sofort fertig. Und dann so, gerne auf Forschung gehen hier. Da kolonisieren wir. Ach, wir haben unser Okay. Ja, da kaufen wir das ganze Orikalkeks, weil das brauchen wir, um unsere. System auf Stufe 4 zu bringen. Aber nächste Runde können wir wieder ein System auf Stufe 4 bringen. Ah, aber wenn wir jetzt kolonisieren, bekommen wir ein goldenes Zeitalter. Da bekommen wir dann mehr als diese minus 10 Zustimmung wieder zurück. So. Drei Systeme brauchen wir noch. Und Forschung. Sieben Runden. Also schaffen wir es in sieben Runden, drei Systeme zu erobern. Oder zu kaufen mit Einfluss. Ich glaube, die zwei. Die werden wir mit Einfluss kaufen können, innerhalb von weniger als 7 Runden. Ja, da müssen wir noch ein System erobern. Oder kolonisieren. Ja, da können wir hier einfach mit der Argus wieder nochmal darüber fliegen. Wir ist in 4 Runden wieder einsatzbereit. Ja. Also einen von den Planeten kolonisieren und die zwei mit Einfluss. Ob das klappt oder ob wir doch mit der Wissenschaft schneller sind, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und macht's gut, Leute. Bye bye.